Willkommen auf dem Kanal von Melnibon MTG. Heute gibt es ein, wie soll man so sagen, Summary von verschiedensten Produkten aus nicht nur in der Magic-Welt. Wir haben eine Pokémon Champions Path Elite Trainer Box, dazu nach dem Intro mehr. Dann haben wir zwei Yu-Gi-Oh! Ghosts from the Past Boxen und eine Strixhaven Magic Box. Und ja, alles weiter gibt es noch Intro. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir starten als erstes einmal mit dem kleineren Produkt. Hier nehmen wir das Ghosts of the Past. Da sind wir schnell durch. Wir öffnen normalerweise am Kanal eher selten Yu-Gi-Oh! Produkte oder Magic, also hauptsächlich Magic, manchmal Pokémon, manchmal Yu-Gi-Oh! Aber heute haben wir mal dieses für euch. Mal schauen, was wir da rausbringen können. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, was das überhaupt für ein Produkt ist. Und vielleicht, wenn es euch interessiert, hinterlasst es mir in den Comments. Und ich weiß auch nicht, wie gut die Pulls sein können. Und deswegen starten wir das Unboxing gleich. Yu-Gi-Oh! Ghosts from the Past. Drei Booster. First Edition. Werden wir gleich mal das Seal aufschneiden. So. Also hier ist keine große Boostervielfalt drinnen, sondern es sind drei gleiche Booster. Und Ghosts from the Past hört sich schon so an, als wie wenn das irgendwelche Reprints sind, die irgendwie beliebt sind in der Yu-Gi-Oh! Welt. Steht irgendwas genaueres drauf? Nicht wirklich. 5 Cards in jedem Pack. Entire Set includes 127 Ultra-Rare Cards. Also wir haben nur Ultra-Rares. Okay. Dann werden wir uns das einmal zur Gemüte führen. Okay, ein Gigantes. Ein cooler, schaut aus wie ein Oger. Ob der gut ist, müsst ihr mir sagen. Dann Metal Foes Gold River. Oder Gold River. Dann Buster Dragon. Metal Foes Deline. Okay. Und Sunwine Treasure. Alles Ultra Rares. Ich werde nach dem Video noch checken, ob da irgendwas mit Value dabei war. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir haben hier Royal Prison. Time Thief Flyback. Metal Foes Combination, Terror of Trishula, das ist mal ein cooles Artwork, muss ich sagen. Interessant, der Stachel oder was immer das ist, kommt irgendwie gut raus. Und noch Heretic Seal of the Heavenly Spheres. Okay. Nächstes Booster. Emergency Teleport. Ein Madolche Puttingkes. Okay. Metal Foes Counter. Time Thief Battle Ship. Okay, und noch ein Starry Night Sky. Das war die erste Box. Wir öffnen die zweite. So.
zweites Booster. Also zweite Box, erstes Booster. Oh, interessantes Artwork. Zen Avalon Dryads. XYZ Burst. Okay. Dann Mind Mole mit einer Blume auf der Nase. Dark Requiem Dragon. Sehr nice. Und Dragonity Glow. Dann Katz Mojo, Terror of Trishula, nochmal, hatten wir schon mal. Dann Heretic Seal from the Ashes, Dragoon Phalanx und noch den Heretic Sky Dragon Overlord of Heliopolis. Letztes Booster. Einen nochmal, ein Supremacy Seal. Phantoms Knights Fog Blade. Metal Foes Silveret. Danger Thunderbird. Und Starry Night Sky. Okay, bin gespannt, ob ein paar gute Pulls dabei sind. Schreibt es mir in die Comments. Wir gehen gleich weiter zu der Elite Trainer Box. Zurück mit der Elite Trainer Box. Ich habe extra mal besorgt. Danke an den MDG mit Patrick. Er hat letztes Mal in seinem Finanzvideo den Tipp gegeben. Haben wir mal angeschaut und mir ein paar gekauft. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung zu dem Produkt. Ich möchte aber unbedingt eine aufmachen. Champions Path ist anscheinend das Set. Und hier haben wir alles, also richtig viel drinnen in der Box. Es ist auch sehr schwer, wenn man es vergleicht mit dem Magic-Produkt, was von der Größe her ja komplett gleich groß ist. Also das Bundle ist das gleiche Formformat. Haben wir hier, fühlt es schwer an. Wir haben 10 Booster, eine Promokarte. Und ein paar andere Energy-Karten, einen echten Player's Guide noch, dem ist leider bei Magic aufgehört mittlerweile. Token, Würfel, also einiges drinnen, ja. Bin echt gespannt, da steht sie nochmal genau drauf. 10 Booster, eine Foil Art Promo, mit einem Charizard drauf, 65 Card Sleeves, okay, also es sind auch Sleeves drin, 45 Pokémon Digi Energy Cards, also 45 Stück, ein Player's Guide, Rulebook, Damage Counter Dice, Coin Flip Die, Condition Markers und Card Divider und ein Code für Pokémon Trading Card Game Online. Also wirklich packed with Zeugs. Der Patrick hat gemeint, wir sollten das in den Kasten stellen und aufbehalten. Ich reiß das jetzt aber auf. Also nur eine, ich habe mir ein paar geholt, aber ich würde sagen, ich mache die einfach auf. Da ist auch, also das ist, man merkt, dass das verwandt ist. Innen drin ist auch ein Artwork. Also dann haben wir hier den coolen Players Guide. Da richtig schön, wie es bei Magic früher auch war. Mit Pokémon, New Pokémon V und V Max, also den neuen Pokémons, die es gibt dran. Dreadmore. Okay, interessant. Das ist Beschreibung zu den einzelnen Pokémon. Secret Word Charizard, der wird wahrscheinlich sehr beliebt sein, denke ich mal. Und interessantes Produkt. Wirklich schade, dass die Players Guide nicht mehr gibt bei Magic. Dann haben wir die Box. Oh, gibt es drin noch so ein Insert, das ist nur, dass es größer ausschaut, als es eigentlich ist. Die Box ist auch cool, die ist nicht unbedingt, also nicht gerade geschnitten, sondern in so einer speziellen Form. Wenn man es zumacht, soll es aber auch wieder gut drauf passen. Genau. Und da ist ein Charizard drauf. In Gold. Dann haben wir hier das Rulebook. Ein Rulebook für die ganzen, wie man spielt. Dann haben wir hier die 10 Booster.
zwei Condition Marker aus dicken Acryl oder Plastik, schaut cool aus. Dann haben wir hier einen Code, dann haben wir hier die Kartentrenner. Hier ist der Charizard in der Promo. Dann die Sleeves, 65 Stück. Und dann noch die Würfel und die 65 Energy oder was das waren. 45 Energies. Und wir sagen, wir werden hier den Code, falls jemand den Code haben will, nutzt ihn. Die Energies werden wir uns nicht anschauen, ich glaube, da soll nichts Besonderes drin sein. Aber wir gehen uns jetzt die Booster anschauen. Ich weiß nicht, wie die Aufteilung ist, also wo die Rares sind genau. Deswegen werde ich es einfach nur normal aufmachen. Ich habe gesehen, manche tun irgendwie Karten von hinten nach vorne. Aber ich werde es einfach nur öffnen. Irgendwie spezielle Infos noch dazu? Nicht wirklich. War ein 220er Set und gedruckt in den USA anscheinend. Und wir machen das jetzt schön auf. Was haben wir hier? Purloin, Majob, Nikit, Trubbish, Hatena, eine Trainerkarte in so Foil, wenn man das so nennt, Holo, dann auch noch eine Obstagoon, das gab es in Reverse Holo, und Energy, noch ein Trainer. Ein Machok, das ist jetzt der Moment, ich versuche herauszufinden, welche Rarität das Ding hat. Ich scheitere aber dann, ich weiß es nicht. Dann haben wir noch einen Trainer und noch eine Codekarte, falls die wer braucht, gönnt es euch. Wir haben zwei Trainer, eine Energy, weiß nicht, ob das jetzt welcher der Rare war, ob das jetzt wirklich der Obstagon war. Leider fail ich gerade hart zu sehen, was für Rarität die Karten haben. Sollte das drauf wirklich vermerkt sein. Aber ich lege mal die daher, weil die schön glänzen, also Holo. Könnt ihr mir gerne aufklären. Ja, ein Pokéball, wieder ein Trainer. Dann haben wir hier Sizzlepeed, Sizzagoon, Scraggy, Rock Scruff, noch ein Trainer in Foil, noch ein Trainer in Foil, Reverse, dann eine Energy, wieder ein Trainer, noch ein Trainer, noch ein Trainer und hier haben wir wieder einen Code. Viel Spaß! So, ein Weedle, Linoon, Scraggy, da kommt was Cooles. Rolly Colly, Nikit, Leapheart und ein Alchemy V. Sehr brutal shiny Artwork. Da noch ein Energy, noch ein Trainer, noch ein Trainer und noch eine Codekarte. Viel Spaß damit. Und noch ein Victini. So, Sigaroon, Trubbish, Trainer, Sisle irgendwas, Purloin. Ein Foil Sharpedo, ein Reverse Hatterin, Energy, noch ein Trainer, noch ein Trainer, Beedrill und wieder ein Code für euch. Viel Spaß damit.
Vielleicht machen wir ein paar öfter auf ein Pokémon-Produkte auf, wenn euch das gefällt. Rockruff. Trainer. Irgendwas. Equens. Inkay. Scraffy in Foil. Der war jetzt auch noch Reverse, oder? Vorher? Ja, genau. Energy. Ein Malma. Sharpedo. Arbok. Und noch ein Code. So, Zigaroon, Weedle, Purloin, Pokéball, Inkay, ein Trainer in Foil. Dann haben wir hier wieder ein riesiges Gardevoir V. Sehr hübsch. Energy, Hyper Potion, Lippert, Hyper Potion und einen Code für euch. Purloin, Matchup, Nickit, Tropish, Athena, Trainer in Foil, Matchup, Energy, BD Trainer, Machoke, Machoke müsste normalerweise ein Rare sein, ich bin mir nicht sicher, Pierce und noch ein Code. Klärt mich bitte auf, ob da irgendein guter Bull dabei war. Ich bin leider echt ein absoluter Anfänger bei Pokémon. Ich könnte mich bei Magic ein paar Sachen fragen, da versuche ich immer was richtig zu haben. Aber bei Pokémon bin ich nicht unbedingt der Auskenner. Carvana, Swablu, Vulpix, Trubbish, Rollicolli, ein Purloin, ein Obstagoon, Energy, ein Absol, Beedrill, ein Drainer und noch ein Code für euch. Zwei Stück noch. Hier haben wir eine Potion, Vulpix, Inkay, Pokéball, Sizzlebeat und noch ein Gleichnamen in Foil, Scraffy in Foil, ein Energy, Bike, Hyper Potion, Sharpedo und einen wunderschönen Code für euch. Und letztes Booster, ein Trubbish, Full Heal, Sizzlebeat, Pullen, Icons, Trainer, Pokéball in Foil, Altaria in Reverse, Energy, Bike, Potion, Leapheart und noch einen Code. Jo, keine Ahnung, ob da was Gutes dabei war. Das sind die ganzen glänzigen. Sagt mir, ob ihr irgendwas Gutes gesehen habt, was da brauchbar ist. Und ich denke, die Wii-Karten, die beiden, werden sicherlich brauchbar sein. Ob eins der anderen Karten auch sinnvoll ist, werde ich dann nachher anschauen. Ich mache einen kurzen Break und switche zum letzten Bundle von Strixhaven. So, wir sind beim Bundle angelangt. Dies ist auch das Bundle für unseren Patreon in Mr. Powerplant. Das werden wir eben jetzt rippen und hoffen, dass wir einen guten Bullfilm finden. Inhalt vom Strixhaven Bundle gehe ich jetzt nicht mehr speziell darauf ein, sollte jeder schon wissen. Haben ja schon ein paar aufgemacht auf dem Kanal. Und wir rippen nur schnell die Booster durch und schauen, ob wir ein paar richtig kräftige Bullsfirmen befinden. Und wir starten mit Kammern. An Kammern haben wir nichts Besonderes. Und dann haben wir gleich einen Selfless Glyph Weaver und einen Whirlwind of the Nile als Mystical Archive. Falls es wirklich für jemanden das erste Video sein sollte, was er zu Strixhaven oder Magic ansieht, diese Mystical Archive Karten sind in jedem Boost enthalten, sind so eine Special Inclusion wie das Set und können jede Rarität haben. Hier haben wir ein Necroblossom Snare, ein Snare Land und Divine Gambit und noch eine Foil, eine Hal Moidor Karte. Dann rippen wir hier durch. Hall of Oracles.
Dann Claim the First Born. Das jetzt haben wir nur Ankammern gehabt in dem Musical Archive Slots. Und eine sehr hübsche Foil Elemental Summoning. Dann weiter geht's im Rip-Spaß. Draconic Intervention, Village Rights und eine Insert-Karte. Die Kasmina Enigma Sage, Defiant Strike, dann Rushed Rebirth und noch Shock. Manifestation Sage und ein Opt. Venerable War Singer und der erste Rare, glaube ich, ja. Ein Electrolyze. Einen Gnarled Professor und Agonizing Remorse. Letztes Booster. Noch ein Snarlland, sehr cool. Frostball Snarl. Und Compulsive Research. Und noch ein Blood Aged General. Sehr cool. Das war das Patreon Reward Bundle für einen guten Powerblend. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Mix-Up gefallen zwischen den verschiedensten Produkten und ja, alles weitere seht sich im nächsten Video.